Hallo und weit mein Zeil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handcook & Grill, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. In diesem Film nehme ich euch mit auf die Jagderlebnisse der letzten Wochen und Monate und ja, wir sind in der Blattzeit unterwegs in diesem Video. Ich konnte im heimischen Revier einen alten, kapitalen Rehbock erlegen, das war eine sehr spannende Jagd und ich war auch in Bremer Förde unterwegs mit Ingo und Ruth und was ich da erlebt habe, das seht ihr auch in diesem Film und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Bildern. Ich möchte beginnen mit einem spontanen Abendansitz. Diese Fläche hier hat sich stark verändert. Hier war früher ein Blumenfeld und heute ist dort eine Wiese eingesät worden. Und ja, an dieser Stelle habe ich bestimmt 2 oder 3 Jahre nicht mehr gesessen. Aber was ich dann erleben durfte, das war für mich dann doch schon was Besonderes. Ich habe einen alten Bock in Anblick bekommen. Aber bevor ich ihn richtig ansprechen konnte, war er auch schon wieder verschwunden. Er ging hinter einer Ricke her. Und es war zugegebenermaßen auch gar nicht so einfach, ihn als alten Rehbock anzusprechen. Zumindest konnte ich es erst hinterher auf dem Film tatsächlich genau sagen, weil, wie gesagt, es war nur ein ganz kurzer Moment, wo ich den Bock gesehen habe. Hier in den Bildern seht ihr ihn natürlich sehr nah, aber mit der Kamera auf dem kleinen Display war das natürlich nicht sofort so einfach zu erkennen. Zwei Wochen später, auf einem Morgenansitz, konnte ich mein Glück nochmal versuchen und es gelang mir tatsächlich im ersten Büchsenlicht, den besagten Rehbock anzublatten. Er zog mir dann dabei in den Wind rein und sprang ab und bewegte sich dann mit einer Ricke oder mit 2 Ricken dann auf dieser Stoppelfläche vor mir und ließ sich auch nach mehreren Versuchen nicht nochmal überreden, zu mir zu kommen. Und ich musste tatsächlich eine ganze Zeit warten, bis es mir dann am Ende doch gelang, den besagten Bock anzublatten. Aber das seht ihr jetzt in den folgenden Bildern.
Jagen bei Klaus Volker und Erika ist inzwischen für uns zu einer kleinen Tradition geworden. Ich war auch in diesem Jahr wieder mit Ruth und Ingo vor Ort in diesem wunderschönen Revier. Dort kommen Schwarzwild, Dammwild, aber auch Rehwild vor und eine Tierart, die ich so noch nicht einen Anblick bekommen habe. Und für mich war es das erste Mal, dass ich einen Wolf in freier Wildbahn beobachten konnte. Das war für mich ein besonderes Erlebnis. Für die einheimische Bevölkerung ist das wohl doch ein regelmäßiger Anblick. So wurde mir das berichtet. Der Wolf polarisiert die Menschen. Der Wolf polarisiert ja, die Akteure, die letztendlich im ländlichen Raum unterwegs sind. Und er wird auch durchaus kritisch gesehen. Ich möchte mich an dieser Stelle gar nicht dazu äußern, aber es ist letztendlich für mich ein besonderes Erlebnis gewesen und etwas, was ich in meinem Jägerleben so noch nicht erlebt habe. Was wir sonst erlebt haben, das seht ihr dann in den weiteren Bildern. Ja, hallo in Bad Manzeil, zweiter Jagdtag hier bei Bremervörde. Und ja, ich hatte gestern einen sehr aufregenden Ansitz gehabt. Und zwar, ich habe das in den Bildern gesehen, ich habe ja den Wolf filmen können. Laut den einheimischen Jägern hier nichts Besonderes, der läuft hier wohl ständig rum, ist hier wohl auch standorttreu. Also mehrere Wölfe, wahrscheinlich ein ganzes Rudel. Ja, aber für mich einfach was ganz Besonderes, weil ich das erste Mal einen Wolf in freier Wildbahn gesehen habe. Es ist recht kühl. Es hat heute den ganzen Tag in wirklichen Strömen geregnet. Und wir sind jetzt in so einer kleinen Regenpause losgezogen. Der Ingo ist dabei, Ruth ist dabei. Und haben uns hier so ein bisschen im Revier verteilt. Und hoffen, dass wir heute vielleicht noch ein bisschen Beute machen. Es soll gleich wieder regnen. Und dadurch, dass es die ganzen letzten Tage geregnet hat, glauben wir auch, dass wir trotz alledem die Möglichkeit haben, hier Beute zu machen. Heute ist auch die erste Möglichkeit, auf Dammwild zu jagen. Und ja, Spießer, Schmaltiere und Hirsche sind frei. Und jetzt schauen wir einfach mal, was sich hier heute so ergibt. Viel Spaß, weit mein Zeil und drückt mir die Daumen. Dieser Rehbock kam wie aus dem Nichts und bevor ich mich überhaupt fertig machen konnte, war der Bock auch schon wieder weg. Ich war in einer sehr ungünstigen Schussposition und hätte die Halterung für das Kanzelfenster einmal umstellen müssen. Und als ich dabei war, bemerkte mich der Bock, er zog in den Wind und sprang ab. Aber auch Ruth war nicht schnell genug. Dieser Dammspießer zeigte sich kurz nachdem mein Rehbock abgesprungen war, direkt vor ihrer Kanzel. Auch sie berichtete, dass ihr das alles sehr, sehr schnell ging und bevor sie sich fertig machen konnte, war auch dieser Dammspießer wieder verschwunden. Tja, und manchmal ereilt einen das Pech dann doppelt. Der Dammspießer tauchte wieder auf, aber war auch bereits nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Der Wind stand wohl etwas ungünstig.
Auch ich versuchte mein Glück nochmal mit dem Latten und hatte eigentlich auch die Hoffnung schon fast aufgegeben, als plötzlich, wie aus dem Nichts, ein anderer Bock auftauchte. Ja, ihr habt es in Bildern gesehen, es hat dann doch noch gepasst, trotz der widrigen Bedingungen. Also es regnet wirklich in Strömen, ihr hört das. Und auf der Seite hatte ich Anblick gehabt. Ich habe mich dann sehr auf diese Ecke fokussiert, habe ein paar Mal geblattet. Ihr habt das gesehen bzw. gehört. Und dann kam völlig unverhofft von der rechten Seite ein Jährling, den ich dann sauber erlegen konnte. Ja, bei diesem Regen macht es keinen Sinn, draußen ist irgendwelche Aufnahmen zu machen. Wir werden jetzt schnell das Wild bergen, zur Wildkammer fahren, aufbrechen und vorher muss ich natürlich noch meine Mitjäger einsammeln. Wir hoffen, dass der Schauer vielleicht vorbeigeht, sodass Ruth ja, nicht ganz so nass wird, weil die hat einiges zu laufen. Alles klar, wir sehen uns. Das war's auch schon mit dem Vlog. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Wenn euch dieser Kanal gefällt, lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben, vielleicht so ein Abo. Macht's gut und weit mein Seil.